Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei 7 Days to Die. Nach dieser komischen Hütte hier. Oh. Stimmt, mit der Maus lenken habe ich jetzt auch gedacht. Alter. Hier ist nicht überholen. Aber es ist halt tatsächlich glatt, ne? Ja. Willst du mal was Lustiges sehen? Hau rein. Hier, vorne auf der Straße. Alter. Ja, sieht glatt aus. Wo wollen wir denn jetzt hin? Zum Händler, ne? Ja, ich meine, wir haben bei uns vor der Haustür einen und den im Verbrannten. Ja. Okay. Ich würde dann tatsächlich zum Verbrannten fahren. Weil irgendwie will ich den vor und raus nicht benutzen. Und das Motorrad ist tatsächlich schnell. Okay. Ja, oder wir fahren hier zu dem anderen. Meinst wo unsere vorherige Base war. Das macht keinen Sinn. Okay. Weil großartig looten wollen wir ja jetzt mit dem Sachen nicht mehr. Hui. Scheißschild. Weg damit. Gibt's keine Geschwindigkeitsbegrenzung. Ich glaub, oh, verdammt. Hallo Base. Ja. Aber das Motorrad Sorry, ist nur minimal ich muss das schneller. Jetzt okay. Lol. Halt einfach durchgefahren. Ja. Oh, ich muss tanken. Demnächst. Ich wäre schon fast mit falsch abgebogen. Boah, dieses Geräusch vom Auto, ne? Ja. Und da. Warum liegen hier denn Lootsäcke? Finde ich ja irgendwie komisch, aber okay. So, wie gesagt, ich gebe dir die Sachen gleich an, damit du verkäufst. Ne? Ja, ich nehme hier erstmal die Nuggets raus. Das bleibt drin. Was kann ich noch verkaufen? Papier? Oder brauchst du Papier? Papier, nee, hau raus. Okay. Wenn du noch da irgendwelche Waffen oder Werkzeuge drin hast, die unten dann kaufen. Nee, Waffen habe ich alle gescrappt. Ich habe ja doch, ich habe hier noch ein bisschen Billigkram. Oder wenn wir halt wirklich irgendwas nicht brauchen. Hallo, alter Freund. Wow. Einmal verkaufen bringt ein EP. Also, weiß ich nicht, ne? Ja, du hast das auch echt gespielt. Warum? Nee. Ja gut, warum machst du nicht gleich Sell All? Ja, du machst das doch auch immer so. Oh, es geht. Wie viele EP hast du jetzt schon gesammelt? 1400. Oh, es geht. Also so ein bisschen was kriegst du schon. Oh, die kann man nicht verkaufen.
Ja. Oh, okay. You want a guarantee, huh? Well, maybe you should try Shamway. Meine Güte, war's das? Ich denke, ja. Gut, allzu sehr hat sich das jetzt nicht gelohnt, aber. Ja. Für Coins hast du? Alter. 2300. Wow, okay, das lohnt sich gar nicht, wenn du verkaufst. Alright, now that we're done doing business, ja. Get out of my store. Und ab nach Hause. Ups. Ich will auch Offroad fahren. Mach doch. Mach ich auch. So ein bisschen. Ach so, das ist jetzt auch dein Bike, ne? Ja. Du musst das Bike tanken. Unbedingt. Ja. Wir sind die coolsten, wenn wir cruisen. Warte mal noch, ne? Ich muss erst das Tor aufmachen. Beschleunigt das jetzt so schnell. Pack das nicht da hinten rein. Warum nicht? Pack das hier so, dass wir direkt wieder rausfahren können. Oh Mann, ich habe das gerade so schön eingeparkt. Ja, aber wir müssen ja gleich wieder los. Achso, ich muss eh warten, bis du ausgestiegen bist. Bäh. What the fuck? Wie du da drin gesessen hast, das sah auch komisch aus. Ist dein Bike noch was drin? Ja, ne? Ja, bestimmt. Ups. Kannst du mir ein bisschen Oil geben? Dann geht das direkt auf. Was soll ich dir geben? Benzin. Ja, hier. Unterm Auto. Nice. Oh. So, ich sitze als Beifahrer drin. Okay, danke. Irgendwie verwirrend, dass man das ab und an mit der Maus lenken kann und dann wiederum nicht. Hier, kannst du wieder reinpacken. Ja, ich hab keinen Platz im Inventar. Ja, dann lass liegen. Lass liegen. Was denn? Ja, ich lass bestimmt nicht das wertvolle Benzin liegen. Das despawnt nicht instant. Ja, aber. So, erstmal wieder hier die. Was ist denn? Ach da. Das bleibt drin. Was machen wir mit dem Blaubeerkuchen? Wegschmeißen? Nein, in die Essenskiste. Aber es ist Blaubeerkuchen. Ja, aber das ist in einer anderen Welt und nicht in unserer gewesen, also. Also zählt das nicht. Oh, gerade kommt in meine Kiste. Beziehungsweise die Workbench-Kiste. Das heißt ja nicht, dass es meine Kiste ist. Ja, ich weiß. Ich weiß.
I know that. Bella, ist gut, das haben wir noch nicht, das ist gut. Ob 8 Schematik. Wir haben schon recht gut Schematics tatsächlich. Nee, ja. Nicht. So, Händlerzeugs packe ich die Coins rein. Boah, wie viel Moni für deine Pistole. Ja, voll gut. Also mich freut es halt, ne? Yucca Seed ist gut bei Fahrzeug, ne? Haben sogar auch schon was. Bier. Obwohl, das kann eigentlich drin bleiben. Das Eisen kann ich noch hier lassen. Soll ich nicht mitschleppen? Soll ich das einschmelzen irgendwo? Ja, warum nicht? Stahl ist durchgelaufen. Soll ich neues ansetzen? Weiß ich nicht, wenn ich ehrlich bin. Oder soll ich geschmiedetes Eisen ansetzen? Setz einfach irgendwas an, was man brauchen könnte. Demnächst. Und da ist hier kein Iron mehr drin, da ist auch nichts mehr drin außer Stein. Du kannst noch Zement an. Soll ich Zement ansetzen? Ja. Gut, dann läuft, läuft jetzt 5900 irgendwas Zement. Gut. Ja. Ich bin am überlegen, ob ich tatsächlich einen Bogen mitnehme. Ja, warum nicht, ne? Für so, so sneaky Aktionen ist das nicht schlecht. Haben wir den guten Bogen? Nee, den haben wir gar nicht. Hm. Alter, wie oft muss ich das denn noch sortieren? Sortiere ich da die ganze Zeit irgendwas falsch ein, oder? Ja. Ja, ich habe das gerne, dass man hier, also auf der linken Seite in der Munikiste, auf der linken Seite die normale hat und auf der rechten Seite dann die Stahlsachen. Aber so in einer Linie, ja. Ne? Ja, da bin ich einfach ein bisschen eigen. Leder, haben wir Leder? Oh, wenn wir das schon haben, und das haben wir auch schon, obwohl, ich pack's einfach mal trotzdem mit rein. Leder haben wir, ja. Da. Das müssen wir hier mal sortieren, alles. Was auch immer das ist. Ach, okay. Das ist cool. Hier, guck mal, lies dir das Teil mal durch. Ich schmeiß das raus, ja? Lies dir mal durch, was das macht. Die können sich regenerieren, die Dinger.
Ja, du setzt dann die Radioaktivität der grünen Zombies runter. Wo steht das? Wenn man die Beschreibung liest. Oder ich hab's falsch verstanden, aber eigentlich meine ich. Temporarily disable the regeneration ability of radiated zombies. Okay, dann kein Plan. Sorry. Oh. Alles klar. Jetzt bist du in der Forge-Kiste. Ja, ich dachte gerade, hä, warum ist denn da jetzt Roheisen drin? Das ist doch bei dir in der komischen Kiste. Ja, dann habe ich gesehen, oh, er hat's umgeräumt. Okay. Ja, tatsächlich packe ich jetzt bei mir in die Kiste nur Zeug für Dinge rein, tatsächlich. Für mich, also für Basteln. Ja. Darf ich nochmal in die Kiste? Ja. Okay. Huch, jetzt bist du hier unten in der Kiste. Entschuldigung. Ja, alles gut. Alles tutti. Ja, aber trotzdem ballerst du da drauf. Musst du da unbedingt dran, oder? Ja, ich will mein Inventar ausleeren, damit wir losziehen können. Das ist halt der Plan. Oh. So. Wow, das fällt halt gar nicht auf, oder? Was denn? Dass meine Axt schwarz gefärbt ist. Nö, bei Äxten fällt das nicht auf. Hm. Du hast dich da auch wirklich reingelernt, ne? In die Kiste. Ein bisschen. Hä? Wieso ist denn, sind da jetzt keine Coins mehr drin? Ich hab die mitgenommen. Weil ich eventuell gleich was gucken möchte beim Händler. Dass wir immer in die gleichen Kisten wollen, das ist nervig. Jetzt bin ich hinten. Sache, wir haben 44 mal Dosenlachs. Ja, soll ich ein paar Dosen ins Auto packen, dass man so eine Notfallration hat? Nee, brauchst du nicht. Ich habe übrigens in der Workbench. Nein! Was ist los? Alter, ich habe fast das ganze Essen gescrapped. Oh, nochmal, was? Ich habe in der Werkbank einen Bogen für dich auch. Compound-Bow. Ja, genau. Mhm. Ja, das mag ich zwar nicht, aber. Ja, soll ich den mitnehmen? Das weil ist sonst nicht die Aktion, so eine Sache. Kann ich da kurz an die Kiste, wo du dran bist? Ich auch noch essen. In was für eine Kiste? In der Werkbank. So.
Stahlpfeile müssen wir sonst noch haben. Aber das sieht man. Ich komme noch mal runter oder kommt du mal hoch? Ja, ich muss mir halt noch Munition anpacken. Oh ja, das sieht man. Cool. Ja, aber viel Muni ist das nicht, ne? Wie viel sind denn das bei dir? 85. Okay, cool. Das ist ja halt auch wirklich nur für Sneak-Reaktionen. Ja, ja, aber das muss auf jeden Fall hat. Muss den Scheiß wagen. Weißt du, was wir da machen können? Hm. Ja, ich leere den Wagen gleich mal aus, dann nimmst du den hoch und... Genau, genau. So, dass du dich in den Wagen müllen kannst, ja, ja, schon klar. Dann schmeiße ich dir aber auch gleich die Sachen raus, die du in den Wagen bitte packst, für alle Fälle. Ja. Oh Gott, da ist noch was drin. Noch alles auch. Achso, du packst sie extra separat hin. Ja, weil das kann auch weggeräumt werden. So. Oh, warte mal eben. Bevor ich dir das jetzt in die Hand drücke. Bitteschön. Was hast du jetzt gemacht? Ich hab's repariert. Achso. So, und das kommt für alle Fälle. Fuck. Na egal. Kommt für alle Fälle ins Auto. Okay. Nice, nice, man sieht's. Beim Auto? Mhm. Welche Farbe? Siehst du ja dann. Soll ich... Ja. Schon gut. Water Purifier ist ja auch interessant, ne? Ja. Ich weiß zwar nicht, was das bringt, weil meine Übersetzung irgendwie keinen Sinn ergibt, aber... Ja doch. Purifies any water consumed while installed in your helmet. Also, sprich, du kannst aus dem See saufen und es macht nichts, weil es... Ach so. ...gedingst wird. Wenn ich das jetzt auch richtig verstanden habe... Kann ich dir noch mal was in die Hand drücken? Klar, und du nimmst das. Warum? Ja, damit du es aufheben kannst und dich reinmüllen kannst. Oder hast du dein eigenes dabei? Ich habe mein eigenes. Das war ja hinten drin. Okay. Drunter. Eins lassen wir auf jeden Fall hier, falls einer stirbt. Ja, gute Idee. Kommt in die Fahrzeugkiste. Okay, von mir aus kann. Hast du noch Weapon Repair Kits? Ja. Wie viele? Nein, nein, nicht direkt rauswerfen. Wie viele hast du insgesamt? 8. Okay, okay, passt. Ja, läuft bei uns. Hast du gesehen? Oh. Was? Farbe? Nö. Ich sehe den Unterschied zu vorher nicht. Ich kenne das Fahrzeug noch nicht so gut. Ja, die Motorhaube ist jetzt blau. Tatsächlich ist das das Einzige. Achso, okay. So, ich mach mal kurz nach. Wo wollen wir jetzt eigentlich hin?
Schneebiom war eigentlich der Plan. Noch weiter, ne? Okay. Ja, da zum... Alter. Sag doch was. Ich hab doch gesagt, ich kurz bei dem Schrott verkaufen. Ja. Ja, ich wusste aber nicht, dass du den meinst und dann einfach stehen bleibst. No refunds, deal done. Now beat it, fucker. Dann müssen wir ja wieder zurück, ne? Kannst du jetzt mit der mit der Maus lenken, oder? Ja, deswegen ist das Rückwärtsfahren ein bisschen komisch. Ja, das stimmt. Oh, diese Hupen. Bum, 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 bum. Mein Auto direkt wieder auf 99%. Lol. Ich habe gerade getankt und bin direkt wieder bei 97. Ich auch, tatsächlich auch. 79. Oh, 97. Was habe ich gesagt? Du hast 97 gesagt. Ah, okay. Cooler Mili. Düdüt. Oh. Ja, lass doch den Röhrer rein. Definitiv nicht. Warum? Wir haben mehr als genug Fleisch. Nein. Weißt du, und damit ballert es sich wieder das Inventar zu. Ja, und? Total unnötig. Wir haben genug Platz. Total unnötig. Hier links oder da oben links? Gute Frage. Du willst die tanken? Nee, ich hab mir nur fix Benzin abgeholt. Wir fahren oben links. Okay. Gibt es hier ein Links? Ja, ja, da hinten haben wir erst. Weißt du, schon hier am Dingen. Shotgun ist das? Ich weiß nicht, was das ist. Ah, Shotgun, ja. Wollten wir da nicht auch mal rein? Theoretisch. Aber tatsächlich würde ich das auf einer gezielten Loot-Tour machen. Jetzt ist ja noch eher so erkundenmäßig, denke ich, oder? Erkunden und looten. Aber muss jetzt nicht unbedingt sein. Oh. Ja. Mir fehlt echt. Mir fehlt halt wirklich. Sau! Alles klar, fahr ein Stück vor, du stehst noch drauf. Hä? Die steht noch. Das lebt noch. Fahr drauf. Noch. Ist das ein normaler Bär? Ja. Nee. Der kam unerwartet. Allerdings. Oh, guck mal, mein Lieblingshaus. Ach so. Das haben sie umgepflanzt. Vom See hierher. Die Arschgeigen. Los. Ja, schon. Wow. Mitunter schon wirklich sehr leer, ne? Ja. Straße entlang, würde ich sagen.
Ja, da fahren wir jedenfalls rechtlich zum Stadion. Ja. Welches wir uns vielleicht auch auf der Karte markieren sollten. Ja, sowieso. Auch das Haus daneben würde ich dann in der Stadion-Tour in Angriff nehmen. Ja, das ist die Schule. Mist. Oder? Ja, doch, Mist. Ich bin auch noch mal schön drüber. Was ist das? Ist das nicht die Polizei? Das könnte die Polizei sein, ja. Ja, das ist die Polizei. Oh, nice. Nice. Irgendwas Gefährliches? Nee, ne? Nicht wirklich. Wir sollten dann auch erst nach Richtung Norden fahren, um Dead End abzukrabbeln. Ja. Meinst du, das wird was? Mein Gott, das Rückwärtsfahren. Ja gut, den Kindergarten hier wollen wir nicht aufschreiben. Das ist aber nochmal ein anderer. Das ist ein anderer Kindergarten. Dann schreibe ich ihn auf. Das ist ein richtig cooler Schulbus. Halt einfach, ich würde mir halt das Gebäude angucken, weil es für mich neu ist. Ja. Ich bin der Daryl Dixon, der von Seven Days. Eigentlich kannst du hier. Ach ne, du willst ja auch auf der Karte das aufdecken. Sonst hätte ich gesagt, ja. Eigentlich brauchst du gar nicht mit mir nach vorne fahren. Oh, okay. Außerdem macht das Fahren ja auch voll Spaß. Im Auto ja weniger tatsächlich. Ich meine, es war stylisch pur, aber dieses Geräusch macht mir gerade alles kaputt. Ja. Ja gut, wir können uns ja abwechseln, ne? Ob der tot ist, wenn man zweimal drüber fährt? Weißt du, was mich übel nervt am Autofahren? Nee. Wir springen immer irgendwelche Viecher vor die Auto oder Motorhaube. Mhm, klar. Ich will einfach mal den Weg lang, weil. Ne? Ja, ja. Hast ja recht. Wenn wir hier alles aufdecken wollen, dann sollten wir vielleicht die Folge beenden, wenn wir 34 Minuten haben. Gut. Was sich hinter dem Hügel bewirkt. Tudelu.